Boah, ist mir schlecht. So schlimm? Ich bin allergisch gegen... ich glaube, ich bin allergisch gegen alkoholfreie Getränke. Oh. Ich kriege echt Prophezeiung. Bring mich mal echt schnell ins St. Mohammed Krankenhaus. Oh. Was? Tragt mich zum Auto. Ich fahre euch alle heim. Was ist denn hier los? Till, geht's nicht so gut. Ich glaube, ich komme ins Klimakterium. Oha, was ist denn passiert? Till hat den Chrismon gelesen. Den Chrismon? Ja, das ist die evangelische Beilage zur Süddeutschen Zeitung. Ja und? Meine Joghurtkulturen drehen sich links. Auf der Titelseite steht, mit Bäumen kann man offen reden, was an Homöopathie wirksam ist und was nicht. Ja, was nicht und was nicht. Sofort den Krankenwagen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich keinem dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und in Zukunft solltet ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was euch so in den Sinn kommt. Ich bin Abonnent der Süddeutschen Zeitung und einmal im Monat ärgere ich mich, wenn die Süddeutsche kommt, weil da liegt dann zusätzlich noch ein Heft drin und das heißt Chrismon, das evangelische Magazin. Und ich habe mich lange gefragt, wie kommt es dazu? Und ich habe das auch nie ganz rausgekriegt, wer von wem Geld bekommt, dass dieses Magazin da einmal im Monat drin liegt. Dieses evangelische Magazin, und ich finde, es hat wirklich ein furchtbares Niveau und es ist wirklich so ein bisschen Gutmenschentum und die Leute fühlen sich so wohl in ihrem evangelisch Sein und sind sich total sicher, dass sie die Welt verbessern und jedes Mal ärgere ich mich darüber und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal heute in dieser Folge, warum ich mich über Chrismon ärgere. Kennt ihr das, Martina und Oliver, dieses Magazin Chrismon? Nur vom Wegsehen. Dito. Ich glaube, das liegt auch nicht nur in der Süddeutschen, sondern auch in anderen Zeitungen, wenn man Glück hat. Hat man eine Zeitung, wo auch Chrismon drin liegt? Also bei uns liegt das immer im Flur, weil irgendjemand die Süddeutsche abonniert hat, aber das dann immer so rausschmeißt und liegen lässt, ja, wenn es dabei ist. Ganz lange habe ich das auch immer rausgeschmissen und dann zerrissen, bevor ich es in den Abfall getan habe, dass niemand anders lesen kann. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ja rücksichtsvoll. Ich mache mal ein Segment in dem Podcast darüber, das habe ich ein paar Hefte aufgehoben. Die mir wo wirklich, also ich so ein paar Highlights wollte ich euch heute mal vorstellen. Das Best of Chrismon. Der erste Artikel, das sind so Magazine mit vielen Bildern und so Texten von verschiedenen Autoren und so weiter. Und einer der Höhepunkte der letzten Monate oder so, in denen ich jetzt Chrismon bekommen habe, der Artikel heißt, was hilft wirklich, wenn man krank ist? Und zwar ist das ein Interview von einem Redakteur der Chrismon mit einem Herrn namens Sven Gottschling, der ist 48 und Chefarzt des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Und der andere Gesprächspartner in dem Interview ist Frau Nathalie Grams, 41, auch Ärztin. 2015 schloss sie ihre homöopathische Praxis und schrieb das homöopathiekritische Buch Homöopathie neu gedacht. Also und eine unserer Hörerinnen. Hallo Nathalie. Hallo. Ja, und also dieses Gespräch hat deswegen meine Aufmerksamkeit erregt, weil ich finde, da werden viele dumme Sachen gesagt. Deswegen bringe ich einfach mal so ein paar Zitate. Vor allem dieser Herr Gottschling, der, also ich weiß nicht, irgendwie, der ist ja Arzt, also an einem klassischen Klinikum, und der wird gefragt: Während Sie, Herr Gottschling, als junger Arzt ein glühender Verfechter der Schulmedizin waren. Und dann sagt er, ja, ich war in der Onkologie tätig, bla bla bla. Und dann erzählt er, dass er zufällig dazu gekommen ist, von der klassischen Medizin weg. Also da hat er irgendwie so einen Akupunkturkurs geschenkt bekommen. Und dann sagt er, aus den ersten Akupunkturkursen wäre ich fast schreiend davongelaufen, als da von Energieflüssen und der sonnenbeschienenen Seite des Hügels die Rede war, das ist die alte chinesische Denkweise, jenseits von anatomischen Grundkenntnissen. Ja, und ach, die alte chinesische Medizin, die ist laut Wikipedia
tatsächlich sehr, sehr alt. Zwar jetzt ist Jahrhundert vor Christus sind sie erfunden worden, aber die Chinesen, die haben irgendwann erkannt, dass das alles Quatsch ist. Und dann gab es in China so eine Bewegung, wo gesagt wurde, die China hat die schlechtesten Ärzte der Welt, wir müssen unbedingt an unserer Medizin arbeiten, wir müssen das alles abschaffen. Und dann gab es so eine Bewegung, die hat gesagt, ja, vielleicht gibt es in dieser traditionellen Medizin ein paar Sachen, die man behalten kann. Dann hat dieses kommunistische Komitee hatte so einen Kongress eingesetzt, wo rausgefunden werden sollte, welche Sachen von der chinesischen Medizin man aufheben kann und welche nicht. Und die waren eigentlich kurz und knapp davor, das alles abzuschaffen und in die Tonne zu kloppen, bis dann die Leute aus dem Westen kamen und das als großen Hype wieder mit nach Europa gebracht haben. Und seitdem blüht das auch wieder in China. Also ich weiß gar nicht, ob der weiß, was das ist, wenn der sagt, die alte chinesische Denkweise, also die alte chinesische Medizin. Aber naja. Findet er das jetzt gut oder findet er das jetzt schlecht? Ja, der Witz ist, damals fand er das schlecht. Ah. Ich war ultra skeptisch, sagt er, fing aber parallel an, Patienten zu behandeln, in der Familie zu behandeln, auch mich selbst, wegen Migräne und Heuschen. Oh. Ja, ist das nicht unglaublich? Da geht er mal zu so einem Akupunkturkurs und fängt er einfach mal an, ja, ich mach das jetzt einfach mal. Also das finde ich schon echt krass. Und war völlig hin Wer ist das? Und den Effekten. Der ist doch Arzt, hast du eben gesagt. Ja, der ist echter Arzt an einem echten Klinikum. Das ist ja nicht immer ein Widerspruch, das machen ja einige Ärzte. Auch Akupunktur und Homöopathie auch. Aber es ist schon lustig, ne, dass er dann da so loslegt. War also völlig überrascht. Und dann haben wir hier in der Uniklinik angefangen, Studien anzulegen. Und dann fragt das Christmann so richtig hochkarätige Studien und der Gottschling sagt, ja, wir machen Akupunktur mit einem echten Laser und einem Placebo-Laser. Beide blinken und piepsen. Das ist also doppelblind. Also da fragt man sich, warte mal, die zwei Laser, die blinken und piepsen, deshalb ist es doppelblind? Oder was meint er? Also, und dann sagt er, wir haben bei Kindern, die einer schmerzhaften Prozedur unterzogen werden mussten, vorher einen Punkt zur Schmerzlinderung gelasert. Die Ergebnisse sind der Hammer. Und dann sagt die Nathalie Grams, mich wundert, lieber Herr Gottschling, dass Sie bei der Akupunktur so unkritisch sind. Auf andere Verfahren schauen Sie viel wissenschaftlicher. Und dann sagt der Gottschling, antwortet, auch mit der Laserung bringe ich Stoffwechselprozesse in Gang. Ich setze ja ein Energiedepot in die Gewebetiefe. Da findet eine erhöhte Kommunikation zwischen Zellen statt. Oh. Der merkt gar nicht, dass der irgendwie bei der Akupunktur offensichtlich so einen total blinden Fleck hat und da total total unwissenschaftlich auf einmal. Ja, aber die Natalia zum Glück schon. Und dann sagt er weiter, wir wissen ja, wenn wir einen Herzinfarkt haben, kriegen wir Schmerzen im Arm. Und ich vermute, dass es umgekehrt auch geht. Wenn ich ganz bestimmte Hautflächen ansteuere, kann ich damit wieder eine Wirkung auf innere Organe erzielen. Das vermutet er. Das vermutet er, sagt er. Und deshalb macht er das mal bei seiner Familie. Deswegen macht er das einfach mal. Und jetzt bei den Kindern. Und bei den Kindern hat er auch gesagt? Ja, hat er doch gesagt, dass sie das in der Kindertherapie, also in der Palliativ-Kindermedizin da einsetzen. Ja, in der Familie, auch mich selbst. Ja, aber und gerade hast du doch gesagt, dass diese Studie da bei den Kindern durchgeführt wurde. Ja, vom Staat bezahlte Studien einer Uniklinik macht er da mit Akupunktur und sagt dann solche Sachen. Und dann sagt die Nathalie Grams, aber bei der Akupunktur ist doch die Beleglage genauso mau wie bei der Homöopathie. Und dann sagt der Gottschling, so mau ist die nicht. Also der redet so mau dann doch nicht. Um Kopf und Kragen. Kopf und Kragen und merkt es noch nicht. Weil es also. Aber da muss man jetzt ja sagen, also die Interviewerin ist ja durchaus kritisch, ne? Ja, aber die lassen diesen Typen mal zu Wort kommen und am Ende, das endet dann so, dass die alle sich lieb haben und einig sind, dass es viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir wissen. Okay. Also das ist so der Tenor. Ich meine, man muss sich ja natürlich auch mal entscheiden als Magazin, dass man da sowas veröffentlicht. Ja, was sollen sie denn machen? Sie sind ein evangelisches Magazin. Ja. Wenn die jetzt sagen, es gibt nicht mehr zwischen Himmel und Erde, als ihr da denkt. Ja. Dann mal so, und jetzt schließen wir ab, machen das Licht aus. Umgekehrt. Ja, geil. Ne? Also, was sollen sie denn machen? So viel zur Homöopathie bei den Protestanten. Das ist mir übrigens eingefallen, als wir das letzte Mal über die Definition von Theologie gesprochen haben. Ne? Ja. Du hast das vorgetragen. Ich habe eigentlich jeder zweite Satz von mir war, was sollen sie denn machen? Ja. Also wenn man erstmal sich so in so eine Ecke manövriert hat, kommst du halt nicht mehr raus. Da musst du das halt alles machen. Das ist dann halt folgerichtig. Und ob du da nur den Herrn Jesus und im Kreis sitzen und singen, dann hast du auch überirdische Akupunktur, ist dann genauso sinnvoll. Ja, oder man sagt, ich habe mich vertan, das ist alles falsch. Ne? Dann macht man den. Ja, aber dann musst du halt dein Magazin zumachen, dann sind alle Leute arbeitslos. Ja, genau. Ist ja blöd. Dann, ja, und du musst dein ganzes Leben umkrempeln und was Vernünftiges lernen. Anstrengend auf jeden Fall. Ja, du musst was Vernünftiges lernen, genau. Wer hat denn dazu schon Lust? Ah, wirklich. Da wird er auch nicht mehr vom Staat bezahlt dann auf einmal. Ne? Das ist auch scheiße. So, das zweite Highlight von Chrismon, was mir aufgefallen ist, nennt sich Atheismus ist irrational. Das hat mich natürlich sofort angetriggert.
sagt der Theologe Manfred Lütz. Auch das ist... Wow, Manfred Lütz! Ja. Wow, das sind ja alles 1A-Leute. Und mit ihm zusammen im Interview ist die Linken-Chefin Katja Kipling. Mhm. Oh, wo ist der Eimer, wo ist der Eimer? So, also diese Interviews sind ein Format, was das Chrismon ganz gerne bringt. Und da wirklich Leute auch zu Wort kommen lässt, die, also... Ja, du kannst ja auch ziemlich schnell viele Seiten vollschreiben, ne? Ja. Du musst genau. Jede Woche so und so viele Seiten vollschreiben. Das muss man erstmal schaffen. Jeden Monat, die nur auch immerhin. Also, genau. Und hier wollte ich auch einfach nur so ein paar Zitate bringen, die ich toll finde. Da sagt der Lütz, ich finde Atheismus irrational. Und dann sagt die Kipping, interessant. Das ist aber sehr diplomatisch. Ja. Und wie begründet er das? Ja, dann sagt er, warum? Oder sie. Ja, der Lütz sagt dann, warum setzt man sich für andere ein und nimmt Nachteile in Kauf, wenn mit dem Tod alles aus ist? Andererseits auch Atheisten waren im Widerstand gegen Hitler und haben im spanischen Bürgerkrieg ihr Leben eingesetzt. Eigentlich ist es sogar heldenhafter, wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, sein Leben einsetzt. Aber ich finde das halt unlogisch. Der denkt halt, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt und man sich keine Meriten verdienen kann in diesem Leben für das Nächste, dann setzt man sein Leben aufs Spiel und dann ist man tot und dann ist es vorbei. Das macht man eben, ja, dass man das eben nicht macht. Ne? Ach, das der ist, denkt ja, dann, dieses Atheisten Argument. Sind Egoisten. Weil die müssen ja, die haben ja nur dieses eine Leben, also müssen. Ja, aber es geht halt umgekehrt. Es ist umgekehrt für den Schuh raus. Ne? Wenn ich davon ausgehe, dass alles, was ich Gutes tue in der Welt, nur dazu dient, damit ich in der nächsten Welt eine bessere Position kriege als die anderen, dann bist du ein Egoist. Ja, dann, genau. Dann bist du ein Egoist und, um ehrlich zu sein, auch ein ziemliches Arschloch. Und der sieht das andersrum. Das ist total verdreht wieder. Ja, aber wie, aber dass der das, ach, das, ach du liebe Goethe. Ja, es ist so ein Argument aus dem 19. Jahrhundert, ne, als man so gar keine Atheisten kannte. Ja. Oder an erste Hälfte des 20. Jahrhunderts meinetwegen noch. Die Atheisten sind alle im KZ gestorben, da kann man so ein bisschen über die herziehen. Ja, genau. Das und dann ist sagt doch die Kipping. Weltfremd. Und die Kipping, die erkennt das auch und sagt. Die Argumentation würde nur stimmen, wenn man Atheismus mit Egoismus gleichsetzt. Genau, was ich auch gedacht habe. Ne? Und dann sagt der Lütz, nee, das eine ist die Folge von dem anderen. Für einen Atheisten ist mit dem Tod alles aus. Da ist es ziemlich rational, die Sorge um das eigene Leben nach vorne zu stellen. Das ist echt so geil. Warum denn? Du wirst zum Egoisten, wenn du Atheist bist. Eindeutig. Ja, das war mir bis jetzt noch nicht klar, aber na gut. Also, das ist echt so eine dumme Weltsicht. Also, dass der da noch. Das ist wirklich dumm. Das ist total unwissenschaftlich. Das ist auch so oldschool. Das erzählen, haben sich die Christen in den 50er, 40er, 60er Jahren gegenseitig erzählt. Bin ich überzeugt von. Ja. Aber mittlerweile gibt es auch viel zu viele Atheisten. Und auch die Christen, die ab und zu noch in die Kirche gehen, soll ja noch ein paar geben, die wissen, dass das ganz normale Leute sind. Aber ich glaube, der Lütz, der ist so ein Nachplapperer. Der hat sich so ein paar Sätze zurecht gelegt und im Internet gelesen und plappert die dann so nach. Und der sagt nämlich dann so ein paar Absätze weiter, sagt er, der haut lauter so Sachen raus. Dann sagt er zum Beispiel, Internationalität ist eine christliche Erfindung. Die Christen hatten als erste einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat. Oh mein Herz. Das ist so. Heide, nein. Ja, vorher gab es überhaupt nichts Internationales. Das ist so. Schon auch die Römer waren überhaupt nicht international. Nein, überhaupt nicht. Das ist so Partywissen. So ja, aber was sind das denn für Partys? Ja, aber das ist. Und auch Wirtschaftsbeziehungen gab es auch nicht. Nein. Wirtschaft war da nie ein Treiber, ne? Niemals. Weder in China noch in Indien. Nee, gar nicht. In keiner der hochstehenden Zivilisationen. Nee. Unglaublich, ne? Und dann geht's weiter. Der Feminismus und die Sklavenbefreiung sind Erfindungen des Christen. Yes! 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 Juhu! Und pass auf, sie haben auch die Schwulen befreit, stimmt? Ja, warte mal. Aber sein Enkel aber hat so weit geht's Schwulen dann befreit. Doch nicht. Ja, gut. Das kann die Kipping dann auch nicht stehen lassen. Die sagt dann, der Feminismus, eine Erfindung der Kirche? Das finde ich eine gewagte These, die ich nicht teile. Ach so. Aber um in der Struktur ihrer Argumentation zu bleiben, warum haben die Katholiken auf halbem Wege aufgehört? Ja, warum denn? Zum Beispiel in ihrer eigenen Bagage, ne? Und dann sagt er, weil wir mal andere vorangehen lassen wollen. Nein. Ja. Aber sowas können die nicht ernsthaft abdrucken. Das ist unglaublich, oder? Das ist wirklich, also wenn das nicht dumm warum ist. Warum zur Hölle liegt das in der Süddeutschen Zeitung, ist doch eher die Frage. Also das ist echt schlimm. Ja, ich finde es auch. Die müssen ja da wirklich mit Partialblindheit geschlagen sein. Ja. Bemerkenswert ist das. So, und das dritte Highlight sind Ausschnitte, die ja, das Chrismon hat nämlich natürlich wie wir auch einen Podcast, man muss ja in allen Medien aktiv sein.
Und jetzt wollte ich euch ein paar Ausschnitte aus diesem Podcast vorstellen. Und die haben viele Folgen. Mit jedem Heft kommt auch eine Podcast-Folge raus. Und die heißt Religion für Anfänger oder eine Religion für Einsteiger. Und ich habe mir die Folge vom 26.04.2017 rausgesucht. Die ist ein bisschen älter. Aber sie heißt Wissen wir, wer Gott ist? Ah, vielversprechend. Genau. Und da redet dann so ein Onkel mit einem anderen Onkel. Die haben auch beide so Onkelstimmen, werdet ihr ja gleich hören. Ich bin gespannt. Warte, ich hab's gleich. Chrismon. Religion für Einsteiger. Noch bis zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr als Reformation für Einsteiger. Ein streng oder auch gütig auf die Menschen herabblickender älterer Herr mit Rauschebart. Das ist bei uns durchaus eine verbreitete Vorstellung von Gott. Die Reformatoren haben sich gegen solche Bilder immer gewehrt. Philipp Melanchthon schrieb in seinen Grundbegriffen des Glaubens: Wir sollten die Geheimnisse der Gottheit lieber anbieten, als sie zu erforschen. Können wir dann überhaupt wissen, wer Gott ist? Das ist die Frage von Reformation für Einsteiger im aktuellen Chrismon-Heft. Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ja, wissen wir, wer Gott ist? Ja, natürlich wissen wir das. Und genauso wie wir sagen, wir wissen es, genau in demselben Augenblick sagen wir, oh, weiß ich eigentlich doch nicht. Ich spreche jeden Sonntag in der Kirche mein Glaubensbekenntnis und weiß trotzdem so wenig über Gott, dass ich immer wieder Sonntag für Sonntag von vorne anfange. Genauso wie ich die Woche auch wieder von vorne anfange. Also ja und nein. Können wir in etwa wissen, wie Gott aussieht? Wir machen uns ja Bilder. Die Menschen an der Küste, von der ich komme, haben sich Gott immer als den Zwinger der Fluten vorgestellt. Was ja auch ganz verständlich ist. Das, was einen am stärksten bedroht, möchte man gerne, dass Gott es von einem fernhält. Also wenn man ständig von Fluten und Hochwasser bedroht ist, wünscht man sich, dass Gott derjenige ist, der als Deich die Landschaft einhegt und den Menschen schützt. Insofern habe ich natürlich eine Vorstellung, die ich mir trage, die sich immer auch auf Gott ist ein Deich? In dem Moment, in dem ich anfange, von Jesus Christus zu sprechen. Ich muss sagen, aber das ist wirklich originell. Also, dass Gott aussieht wie ein Deich, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Der Mann hat ein Amt, das ist nicht einfach nur irgendein Pfarrer, der hat irgendein Amt in der Kirche und der redet zu einem Blabla. Ja. Die haben ihr ganzes Leben Zeit, darüber nachzudenken, wie die auf solche Fragen antworten. Und das ist, auf was du gekommen bist? Dann kommt das, ne? Und das, diese Folgen sind sehr kurz, das geht jetzt noch 3 Minuten so weiter, mehr ist das nicht. Und da kommt auch nichts mehr, kein nichts Substanzielleres mehr. Das geht immer so weiter. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anhören. Das kann man im Internet suchen. Bei Chrismon auf der Homepage ist das zu finden. Die Folgen sind sehr kurz und auch kurzweilig. Aber es muss doch mal ein besseres Argument für deren Scheiß geben. Das einzige Argument, was ich immer höre, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Und wo kommen wir denn dahin? Ja, und so, was ist das denn für ein Argument? Genau, und ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe, weil ich dachte, yes, wir schaffen das. Also sowas kann doch nicht Bestand haben. Ja, müssen Sie sich nicht wundern, dass die Leute in Scharen weglaufen. Ganz genau. Das war mein Gedanke. Ist erstaunlich, dass sie über Jahrhunderte bei dem Verein geblieben sind. Also das ist doch nicht zu fassen. Das ist unglaublich, ne? Aber es hat mich auch in gewisser Weise echt an meinen evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule erinnert. Da waren auch so eigentlich nur so Allgemeinplätze und so dumme Sachen und so. Und manchmal wurden dann so Theorien aufgestellt, die habe ich dann als Kind total harsch hinterfragt. Und da war aber Leere, gähnende Leere, Stille, betretenes Schweigen. Und also. Aber ja, das ist ja auch mal, man gibt so gar keine Antwort, ne? Ich weiß, wer Gott ist, aber ich weiß es auch nicht. Ja, genau. Ja, okay. Jeden Morgen muss ich ihn neu finden. So. Aber ich habe ihn auch schon gefunden. Also genau. Dazwischen, das ist ja, was soll aber man dazu sagen? Ne, dann sagt man jeden Morgen neu an, das zu machen, genau wie ich auch die Woche neu anfange. Das ist so, guck mal, das ist so normal. Ja, das ist so rhetorisch. Dummheit damit, das machen wir ja alle so, das ist ganz normal. Ja, der schwafelt auch so, das ist dann so ein Ermüdungsabschluss wahrscheinlich bei den Zuhörern. Und man sagt halt eigentlich nichts Kontroverses. Man kann nichts dagegen sagen. So, ja, das auch ist die das. Woche neu anfange, das nimmt jeder als genau. Da sitzen sie da und denken, ja, das stimmt, das mache ich auch immer. Genau, ich fange auch meine Woche neu von vorne an. Genau, deshalb also ist das, Gott echt. Also muss das andere auch richtig sein, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Naja, das ist rhetorisch schon nicht so schlecht gemacht. Spachtelt es den Leuten den Mund zu, bevor sie ihn aufmachen. Aber Gott ist ein Deich, ja. Gott. So, das allererste, was dir da einfällt, sind die verdammten Sturmfluten, wenn Deiche brechen. Ja, oder? Ja, aber da hat man auch nicht fest an Gott geglaubt. Und außerdem sind Gottes Wege total unergründlich. Ja, oder auch nicht. Ja, genau. Hast es ist auch Gott, aber es ist Gott auch nicht. Wahrscheinlich hast du es verdient. Gott ist der Deich, aber er ist auch nicht der Deich. Also,
Ne, so. Das sind meine drei Highlights für euch aus dem Christmon-Magazin. Ja, also wenn offensichtlich kriegt jeder Idiot richtig viel Kohle. Wann kriegen wir denn mal richtig viel Kohle? Wir sind wahrscheinlich nicht idiotisch genug. Oder dann müssen wir eine Schippe drauf Werbung machen und Sponsoren finden. Ja, ja, wir müssen uns mal kümmern. Um aber wir sind auch viel zu irrational. Daran müssen wir mal arbeiten. Irrational? Ja, was haben wir noch? Wir sind ja so Artisten. Ja, irrational. Und egoistisch. Doch, genau. Aber das ist ja lustig. Und wenn wir nicht egoistisch genug sind, dann sind wir irrational. Wo ihr das gerade sagt mit dem Irrational, ne, das ist ja, die anderen Leute sagen ja immer, Artisten werden so hart und kalkül und so rational. Ja, ja, deswegen ist das ja auch so total, ja, das geht ja, ja, er, nein, er findet es irrational, Atheist zu sein, oder was? Nee, wie sagt er noch? Ja, ja, ist auch egal. Genau, genau, ja. Besonders viel Sinn gab es nicht. Also normalerweise ja, sagen sie, wenn sie sagen, ihr Atheismus ist irrational, dann sagen sie ja, die Sprünge des Glaubens, die man machen muss, um Gott abzulehnen, sind so groß, die könnte ich nicht machen. So viel kann ich nicht glauben. Das, was sie üblicherweise sagen. Er sagt ja, Atheisten müssten eigentlich egoistisch sein, aber viele sind gar nicht egoistisch. Das macht keinen Sinn. Irrational. Genau, das sagt er. Nicht die Atheisten sind kalt, sondern die sind, ja, ja, so. Oh, das ist so, denkst du so, oh wow, Lütz, 1A. Das ist echt ein Stunt. Gibt's da irgendwelche Zuschriften zu oder sowas? Weißt du das? Oder wird das einfach ignoriert von der Gemeinde? Ich nehme an, dass wie bei meinen Nachbarn, dass einigermaßen vernünftigen Leute das einfach rausschmeißen. Also das ist lustig, dass du das erwähnst, weil in einem der Magazine, die ich jetzt vorgestellt habe, vorne drin ist immer so ein Wort der Chefredakteurin. Das ist so ein halber Absatz, wo die so ein bisschen Sachen von der Seele schreibt, so als Gesicht des ganzen Blattes. Und das letzte Mal war ihr Thema Antworten, dass man irgendwie, dass die Jugendlichen so schnell immer eine Antwort auf den digitalen Medien erfordern und die Erwachsenen dann nicht mehr hinterherkommen und man lässt sich doch lieber Zeit, um mal einen Brief zu schreiben. Ja, aber nach 2000 Jahren könnte man doch mal eine Antwort. Genau. Und aber dann sagt apropos, Ihre ganze Leserpost wird alles beantwortet, dann seien Sie nicht traurig, wenn das länger dauert, wir geben uns hier halt noch Mühe. Das heißt, offensichtlich gibt es da regen Postverkehr, wahrscheinlich mit der Snail-Mail, zwischen den Lesern dieses Magazins und ihr. Aber müssen die Asche haben, die müssen so viel Asche haben. Ja, die können sich mit allem beschäftigen, aber nur sehr langsam. Ja, aber die werden doch wahrscheinlich die Süddeutsche dafür bezahlen, oder nicht? Weil du eben meintest, du weißt es nicht, wie rum das ist. Ja, ich habe gedacht, weil leider ist die Süddeutsche auf so einem Trip so, ja, das ist ja für die gute Sache, wir nehmen das Huckepack. Weißt du, weil das wird eh ausgetragen und so und in der Druckerei gemacht. Und dann könnte es ja sein, dass sie dieses Magazin Huckepack einfach nehmen. Ach so. Und austeilen lassen. Aber das weiß ich nicht. Ich habe der Süddeutschen mal eine E-Mail geschrieben. Da haben die geschrieben, ich soll Chrismon fragen. Und da habe ich Chrismon eine E-Mail geschrieben. Die haben einfach gar nicht geantwortet. Also ich weiß nicht. Das kann alles heißen. Muss das kann alles heißen. Ja, das, genau, nein. Das muss nichts heißen. Also ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Geschäftsgeheimnis. Die Süddeutsche wird mir ja nicht ihre ganzen finanziellen Sachen sagen. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, ich bin wenn ihr Magazine findet, ja. Schreibt doch mal. Wer weiß, vielleicht könnt ihr dann ja von lustigen oder interessanten Antworten dieser Redaktion berichten. Aber Papier. Auf Papier sonst sind lieber. Die überfordert. Ja, sonst sind die überfordert. Das haben sie ausführlich dargelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet. Wichtig bei dem Bild von Gott ist, dass in dem Moment, in dem ich sage, ich weiß, wie es ist, Gefahr laufe, an dem Bild und an Gott schon vorbeizulaufen. Vielen Dank, Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der EKD in Hannover zur Chrismon-Frage. Wissen wir überhaupt, wer Gott ist? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter leserbriefe@chrismon.de.